In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die neue Akt 4 Mission Union abschließen könnt. Als allererstes aktiviert die Mission und danach sucht ein Spiel. Wenn ihr dann im Spiel angekommen seid, befindet sich hier ein neues Portal, Leute. Mit diesem könnt ihr interagieren, dann geht ihr auf die Karte und stimmt mit Ja ab. Wenn ihr dann im Dunkeläther seid, dann müsst ihr Dr. Ravenna folgen und Dr. Jensen finden. Ihr lauft ihn so lange hinterher, bis er dann an einem gewissen Punkt stehen bleibt. Und wenn er dann stehen geblieben ist, Leute, dann müsst ihr den Rest selber laufen. Also der wird jetzt hier stehen bleiben, dann geht ihr hier einfach über die Brücke, Leute. Dann findet ihr auch schon Dr. Jensen da. Sie wird dann hier in diesem Sturm verschwinden und danach spawnen zwei Kugeln. Und diese Ätherkugeln müsst ihr dann verfolgen. Wenn ihr dann bei der Kugel seid, dann schlägt ihr hier auf so ein Kristall ein und wenn ihr das inspiziert, dann seht ihr eine Reihenfolge von Symbolen. Diese Symbole müsst ihr jetzt finden und in derselben Reihenfolge abschießen, Leute. Die befinden sich hier in diesem gelben Bereich und wenn ihr in der Nähe von einem Symbol seid, dann werdet ihr das auch hören, weil die haben einen eigenen Sound. Und ihr müsst jetzt einfach mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das fixe Spawns sind, aber wenn ihr so ein bisschen durch die Gegend lauft, dann werdet ihr auch finden. Hier haben wir einen und jedes Mal, wenn ihr die richtige Reihenfolge abgeschossen habt und ihr zurück zum Kristall geht, dann werdet ihr auch sehen, dass diese Symbole dann gelb aufleuchten. Und das macht ihr dann mit allen dreien. So, wenn ihr dann alle drei Symbole abgeschossen habt, dann färbt sich dieser Kristall rot und diesen könnt ihr nun abschießen. Und das Ganze müssen wir jetzt noch einmal machen mit der zweiten Kugel. Wie gesagt, wird euch auf der Karte angezeigt. Danach knallt das wieder in so ein Kristall rein, ihr müsst das wieder inspizieren und dann kommen wieder die drei Symbole, die ihr von links nach rechts finden und abschießen müsst. Ihr seht auch, dass so kleine Kugeln vom Kristall aus wegfliegen und dort ungefähr sind dann die Symbole drin. Die können auch in den Häusern drin sein. Wenn ihr dann alle drei Runen abgeschossen habt, dann wird sich der Kristall wieder rot verfärben, diesen knallt ihr ab und geht wieder zurück zu Ravenovs Position. Dort befindet sich nämlich Dr. Jensen, mit der interagiert ihr, dann habt ihr hier so eine kleine Animation und am Ende davon müsst ihr dann mit drei Runen interagieren. Diese werden auf der Karte markiert, ihr aktiviert die Siegel und tötet Zombies in der Nähe und wenn ihr dann genug Zombies getötet habt, dann explodiert das und es spawnt so ein Relikt. Wenn ihr dann alle abgeschossen habt, dann kommt beim letzten Siegel ein Boss-Zombie, diesen müsst ihr töten und nachdem ihr ihn getötet habt, spawnt ein Belohnungsriss. In diesem Belohnungsriss befindet sich ein goldenes Artefakt. Dieses sammelt ihr auf und dann müsst ihr Dr. Jensen folgen, bis ihr dann zum Exfil kommt. Hier müsst ihr noch ein paar Zombies töten, bis euer Exfil bereit ist. Und danach könnt ihr in den Exfil rein und es kommt die Cutscene. Als nächstes startet eine neue Runde und ihr müsst direkt zu einem Söldnerlager gehen und ihr braucht einen Hund, Leute. Wenn ihr keinen Hundeknochen habt, dann sammelt Fleisch und löst den bei der Hundehütte ein. Ich markiere euch die Hunde auch nochmal. Und ihr müsst jetzt den Sergeant hier mit dem Hund töten. Also alle anderen könnt ihr ganz normal töten, die Söldner. Aber der Sergeant, da steht auch ganz normal drüber drauf, dann Sergeant, der muss vom Hund getötet werden. Und sobald euer Hund den getötet hat, spawnt ein Belohnungsriss. Und in diesem Riss befindet sich ein lila Item. Dieses braucht ihr und jetzt müsst ihr noch zwei weitere Items sammeln. Item Nummer 2 befindet sich hier rechts unten bei Shahin Manor. Und hier müsst ihr in das Hauptgebäude rein. Und nun müsst ihr das Schlafzimmer suchen, Leute. Ich habe hier auch noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Orientierung. Ich grappel hier einfach im ersten Stock jedes Zimmer durch. Und irgendwo muss ich dann hier das Schlafzimmer befinden. Und wenn ihr das Schlafzimmer dann gefunden habt, ist hier ein Bett. Ihr legt euch unters Bett. Dort ist ein Item, mit dem könnt ihr interagieren und dann kommt eine kleine Audiospur. Nachdem diese Audiospur vorbei ist, spawnt auf dem Bett ein Belohnungsriss und in diesem Belohnungsriss befindet sich dann euer zweites lila Item. Gehen wir nun weiter zum dritten Item. Und um dieses Item zu bekommen, müsst ihr einfach in den Sturm reinlaufen und dort Zombie-Kills machen. Ihr müsst den Sturmrufer nicht töten, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ist eigentlich auch ganz gut, dass er da ist, weil er immer wieder mehr Zombies hochzieht. Aber wenn ihr dann hier genug Zombies getötet habt, spawnt dann hier wieder ein Belohnungsriss und ihr habt das dritte lila Item. Diese Items müsst ihr jetzt verbessern und um den ersten zu verbessern, müsst ihr hier in Zone 3 gehen, wo auch die Munibox ist, Leute. Und dort befindet sich ein V auf dem Boden. Ihr schießt erstmal hier auf die linke Rune, wo ich geschossen habe. Und danach dreht ihr euch um und rechts von euch ist dann die zweite Rune. Dort schießt er mal drauf und hier ist dann die dritte. Wenn ihr dann alle drei abgeschossen habt, dann lauft den Weg, den ich laufe, klettert hier hoch, dann nochmal auf den blauen Kanister drauf, springt drauf und einmal hier rüber. Und wenn ihr jetzt hier drüben seid, Leute, müsst ihr auf den Boden schauen, denn irgendwo steht hier dann, dass ihr beschwören könnt oder die Beschwörung vollführen könnt.
Und dann müsst ihr einmal interagieren, das ist meistens hier vorne in der Ecke. Und wenn ihr damit interagiert habt, dann müsst ihr hier in diesem lila Kreis Zombie-Kills machen. Ihr seht auch schon, immer wenn ihr einen Zombie tötet, der leuchtet, wird die Seele dann auf diese blaue Kugel geschickt. Und wenn ihr genug Zombies getötet habt, Leute, dann spawnt ein Bossmangler, diesen müsst ihr töten. Und nachdem ihr diesen getötet habt, spawnt dann ein Belohnungsriss und ihr habt das goldene Item. Also ein Item habt ihr schon mal auf Gold verbessert. Jetzt müsst ihr das zweite Item verbessern. Hierzu, Leute, lauft einfach den gleichen Weg wie ich, weil das ist hier komplett in der Nähe. Also wenn ihr hier oben auf dem Palast seid, auf dem Turm hier oben drauf, geht ihr hier rechts rüber einmal und hier auf dem Dach klettern oder springen. Dann geht ihr hier noch einmal rüber und hier müsst ihr auch wieder drei Runen abschießen, Leute. Und zwar, erste Rune befindet sich rechts von euch, wenn ihr hier drauf steht. Die zweite befindet sich hier vor euch und links ist dann die dritte. Und wenn ihr dann alle drei abgeschossen habt, dann müsst ihr jetzt zu einem anderen Spot gehen. Ich habe jetzt die Versenger dafür. Also nochmal ein Überblick, damit ihr wisst, wo ihr ungefähr seid. Hier rechts habt ihr den großen Palast und ihr müsst jetzt hier gegenüber einmal in dieses Häuschen rein. Ich benutze meinen Versenger, Leute, ist sehr, sehr praktisch, kann ich jedem empfehlen. Und sobald ihr hier in dieses kleine Häuschen drinnen seid, Leute, könnt ihr da drinnen auch nochmal interagieren und die Beschwörung vollführen. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr jetzt hier in diesem lila Bereich auch Zombies töten. Wenn ihr dann genug Zombies getötet habt, dann spawnt hier ein Boss-Mimiker. Und wenn ihr diesen umgebracht habt, dann spawnt natürlich wieder ein Belohnungsriss. Und ihr habt das zweite Item verbessert und könnt das goldene Item hier aus dem Riss holen. Und jetzt gehen wir weiter zu Verbesserung Nummer 3. Und diese befindet sich hier, wo das neue Portal ist von der Akt 4 Mission, Leute. Ihr geht da einfach hin und ihr könnt euch hier an diesem gelben Wagen orientieren. Denn das erste Siegel bzw. die erste Rune, die ihr abschießen müsst, ist am Tor hier oben. Die zweite ist hier rechts oben am Haus und das dritte ist hier unten. Nachdem ihr alle drei abgeschossen habt, dann müsst ihr hier oben auf diese kleine Brücke gehen. Und ihr müsst jetzt hier oben langlaufen, so etwa mittig. Schaut am besten, dass ihr so gerade mit dem Dreieck seid links. Und wenn ihr die richtige Position gefunden habt, Leute, dann spawnt da eine Kugel. Und ihr müsst natürlich wieder mit dem Boden interagieren und die Beschwörung vollführen. Und nachdem ihr das gemacht habt, dann müsst ihr halt wieder Zombies töten. Und wenn ihr ausreichend Zombies gekillt habt, dann spawnt ein Bosshut. Und wenn ihr den umgebracht habt, dann spawnt hier oben ein Belohnungsriss. Und in diesem befindet sich nun das letzte goldene Teil. Nun müsst ihr alle vier Items platzieren in diese Sockel hier. Und zwar sind auch immer Bilder vor, welches Item da rein muss. Wenn ihr alle vier richtig platziert habt, Leute, dann wird auch der neue Dunkel-Ether-Portal spawnen. Und wie bei den Seasons davor wird dann hier auch ein Boss-Zombie spawnen. Und zwar ist es diesmal ein bisschen anders. Dieser Boss-Zombie, wie bei der Akt 4 Mission, wird dann Zombies heraufbeschwören. Und diese müsst ihr erst töten, um erstmal den Main-Boss töten zu können. Das heißt, wenn der die anderen Bosse gespawnt hat, dann könnt ihr diesem Main-Boss hier kein Damage zufügen. Seht ihr, ihr müsst erstmal die anderen Zombies töten. Und wenn ihr den dann besiegt habt, dann spawnt ein Belohnungsriss, in diesem ist ein Siegel und diesen Siegel könnt ihr jetzt hier vorne einsetzen. Falls ihr ein Problem haben solltet, so wie ich, dass da keine Anzeige ist zum Interagieren, um das Siegel zu benutzen, dann fliegt einmal komplett weg und fliegt wieder hier zurück und dann sollte das eigentlich klappen. Damit ihr die Baupläne farmen könnt, müsst ihr auf der anderen Seite einen ältesten Siegel einsetzen, weil dann kriegt ihr die Baupläne, Leute. Bei dem normalen Siegel, den ich jetzt gerade benutzt habe, dann kriegt ihr, glaube ich, überhaupt keine Baupläne. Es kann mal sein, ich bin mir da nicht sicher, aber beim ältesten Siegel könnt ihr die Baupläne farmen. So, danach setzt den Siegel ein, bestätigt auf der Karte mit Ja und ihr werdet in den Dunkeläther teleportiert. Und im Dunkeläther, wenn ihr euch ein bisschen umschaut, seht ihr diese gelben Strahlen und das sind eure drei Missionen, wo ihr hin müsst. Wenn ihr dann dahin geht, müsst ihr die Siegel aktivieren und dann spawnen verschiedene Missionen. Und hier sind auch noch so ein paar Power-Ups, die ihr aufheben könnt. Diese Mission hier ist zum Beispiel Bounty und hier muss man ein Megascheusal eliminieren. Und wie gesagt, Leute, ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Game gar keinen Bauplan bekommen, aber mit dem ältesten Siegel ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher und ihr werdet garantiert dort Baupläne farmen. Der nächste Auftrag ist der Durchhaltenauftrag. Und zwar müsst ihr hierfür das PNG aktivieren und in diesem Bereich dann halt den Ladebalken auf 100% bringen.
Achtet darauf, Leute, dass immer, wenn ihr den Siegel aktiviert, dass ihr dann dieses Power-Up da aufhebt. Und hier kann es ein bisschen knifflig werden, weil das ist hier richtig eng, Leute. Hier spawnen eine Menge Zombies. Täuschgranaten würde ich empfehlen, Affenbomben oder vielleicht sogar Kasimir-Granaten. Und der letzte Auftrag ist ein Eskortieren-Auftrag. Hier habt ihr wieder den ACV und den müsst ihr zum Ziel eskortieren. Was hier auch sehr nützlich sein kann, ist ein Geschütz. Dieses könnt ihr nämlich auf dem ACV platzieren und es killt dann alle Zombies, die hinter euch sind. Die Zombies, die von vorne kommen, werden eh meistens überfahren. Ihr braucht dann halt nicht nach hinten zu gucken, wenn ihr ein Geschütz drauf habt, weil das Geschütz kümmert sich dann um die Zombies, die von hinten kommen. Wenn ihr dann alle drei Aufträge habt, dann kommt hier auf die Mitte der Karte, auf diese Insel und hier werden sich dann Sporen befinden, Leute. Einige davon sind rot, also es ist immer einer rot. Den sucht ihr am besten, nimmt auch so einen Versengerweg, fliegt einmal in die Luft und findet diese rote Spore. Diese müsst ihr kaputt schießen und nachdem ihr sie kaputt geschossen habt, wird auf dieser Insel eine andere Spore rot. Und ihr schießt die Sporen so lange ab, bis ihr diese ganz große Spore abschießen könnt, bis die rot leuchtet und danach spawnt auch schon der Boss. Dieser Boss wird auch noch eine Menge andere Zombies spawnen. Die werden dann auch dieses Boss-Symbol haben. Diese müsst ihr erstmal umbringen, damit ihr den Main-Boss erledigen könnt. Und dieser schluckt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wie ihr seht, ist sein Leben gerade grau. Das heißt, ich muss seine beschworenen Zombies töten. Hier seht ihr die schon. Nachdem ich die getötet habe, kann ich erst dem Main-Boss dann Schaden zufügen. Und wenn ihr den dann auch getötet habt, spawnt ein Belohnungsriss. Hier war zum Beispiel ein Ältestensiegel drin. Den könnte ich in der nächsten Runde benutzen, um durch dieses Portal von der anderen Seite zu gehen, um dann hier die neuen Baupläne zu farmen. Um diesen Dunkeläther nun zu verlassen, müsst ihr auf der Insel hier in der Ecke unten rechts zum Exfil gehen. Den betätigt ihr einfach, Leute, und ihr seid dann fertig mit dem Dunkeläther. Das war's dann auch schon mit dem Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt mir die doch gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch helfen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das jetzt an dieser Stelle ändern und ein kostenloses Abo dalassen, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!